Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stardew Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde FIFA 24. Und ja Leute, wir spielen ja gerade die EM durch, beziehungsweise ich will die halt einfach ein bisschen so nachstellen. Es wird natürlich nicht ganz so wie in echt, aber wir drücken hier mal auf Spieltag. Und tun hier direkt die Partie spielen. Let's go. Nach der EM übrigens will ich dann eine Karriere beginnen. Genau. Na, also nach der EM, die geht ja jetzt ein bisschen, ne, weil ich ja jedes Spiel immer einzeln drehe. Sag mal. Übrigens, es kommt jetzt jeden Mittwoch. Jeden Dienstag kommt jetzt immer FIFA 24, also seid gespannt. Jeden Dienstag kommt FIFA 24 und jeden Montag. Eurotruck sind wir so zwei. Das steht jetzt fest, ne? Also es kommt immer FIFA 24 am Dienstag und FIFA 24. Und Eurotruck sind wir montags. Und da ist das erste Tor. Ist ein geiles Tor, würde ich sagen. Zusammengefasst, montags, bei Eurotruck Simulator 2 da. Bei Eurotruck Simulator 2. Dienstag, 24, FIFA 24, EM, genau. Ja, und dann irgendwann später, wenn die EM zu Ende ist, kommt jeden Dienstag dann der Karrieremodus, denn den habe ich noch nicht gespielt, beziehungsweise ich habe ihn privat immer gespielt. Aber ich werde auch mal einen neuen Karrieremodus anfangen. Ich werde auch irgendwann wahrscheinlich einen Manager-Modus machen, also praktisch Trainer. Spiele ich auch offscreen, also praktisch privat auch sehr oft. Und ich muss sagen, das ist wirklich eine geile Karriere, die man da so spielen kann. Gutes Technik. Ich bin jetzt mal so ein bisschen wieder in meiner Kommentatorrolle. Denn der Havertz hat jetzt hier eine Lücke und kann passen. Hat nach Wirtz gepasst. Wirtz macht Flanke und Gündogan schafft leider nicht den Ball zu bekommen, denn Ungarn ist aktuell ja gut in Pass bleibt hängen. Den Ball zu klauen. Jetzt hat Musiala die Chance. Allerdings wurde er gefoult und Freistoß. Die Position ist relativ gut. Sie holen sich hier die haben den Ball geholt. Übrigens, ich habe den Kommentator wieder angemacht, weil ich finde das interessanter, tatsächlich den anzulassen. Weil manchmal erzählt er auch so Dinge, die ich nicht sagen würde. Deswegen. Gündogan. So, wird spät und es gibt Elfmeter. Elfmeter und gelbe Karte. Das war auf jeden Fall ein V-Spiel. Da hat der Schiri alles richtig gemacht. Entscheidung, aber das pfeift jeder Schiri so, keine Frage. Ja, richtige Entscheidung. So, Havertz hat die Chance, den Elfmeter zu verwandeln. Schafft er es? Er schafft es nicht. Hey, Ungarn hat den Elfmeter geschossen. Ich habe übrigens noch nie einen Elfmeter verschossen, beziehungsweise nie getroffen. Kai Havertz. Schoss für Havertz. Oh, der hat fast ein Eigentor gemacht. Das ist aus. So, okay. Einwurf. Robert Andrich. Chance für Musiala. Die Gefahr scheint erstmal bereinigt. Das war ein hervorragender Zweikampf. Na. Okay. Ungarn kann jetzt den Konter starten. Das machen sie auch. Deutschland kann gerade nicht rein. Oh, gut gehalten. Gute Abwehr. Havertz. Havertz ist alleine. Kann den Ball aber nicht nach vorne spielen. Sie rücken schön. Ja, Ungarn. Rüdiger stoppt. Und das war nichts. Da nichts gefunden. Gut. Toni Groß jetzt. Jetzt Gündogan. Musiala. Havertz. Wirtz. Havertz macht das Tor. 2-0 für Deutschland. Die Nummer 7 hat es gemacht. Wir blicken nochmal auf die Wiederholung dieser Szene. Da ist der Treffer.
Also ist überhaupt keiner in der Nähe. Ja, alles frei. Alles richtig gemacht. Also so leicht sollte man es ihm dann doch nicht machen. Natürlich Deutschland. Der 23. Minute. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus. Ungarn muss jetzt einschreiten. Es kann nämlich sonst sehr schnell nach hinten losgehen. Es steht jetzt 2:0. Ah, das Spiel hängt jetzt ein bisschen. Havertz hat wieder die Chance, ein nächstes Tor zu machen. Ja, er hat es leider nicht geschafft. Also, da muss man auch mal gute Komplimente an den Torwart von Ungarn geben. Andrich hat den Ball gekriegt. Kimmich. Musiala. Boah, ich kann den Namen nicht aussprechen, Alter. Blanke Richtung Wirtz. So, vielleicht die Chance. Wirtz schießt und er ein Zentimeter hätte gefehlt, dann wäre er drin. Und der 3:0 wäre fest für Deutschland. Ah, Ungarn hat Ball. Ungarn hat gute Chance. Sehr gut. Havertz wieder. Havertz. Gündogan. Gündogan schießt, allerdings der Ball gut gehalten von dem Torwart. So. Toni Kroos macht die Flanke, macht die Ecke, aber verschießt den Ball. Gündogan jetzt hier ein bisschen so im Zweitkampf. Oh, Musiala hat den Ball geklaut. Havertz. Gute Abwehr. Adam. Ja, Ungarn bis jetzt auch stark in der Abwehr. Allerdings 2 Tore das er tatsächlich durchgelassen. Havertz. Kimmich jetzt. Kimmich tänze da rum. Schießt jetzt nach zu Havertz. Havertz schießt. Ilkay Gündoğan. Spielt wieder zu Gündoğan. Das war mit der Chance. Jetzt retten sie den Ball ein bisschen. Oh, gute Chance. Und das ist ein Freistoß gegen die DFB-Elf. Ein Freistoß. Ich habe sie zwar nicht tatsächlich gesehen. Oh, okay, die haben anscheinend jetzt einen Freistoß. Klasse Balleroberung. Das war ja, Kimmich jetzt wieder den Ball. Wird's. Eine Minute Nachspielzeit. Spielt wieder zu Gündoğan. Gündoğan schießt. Ah, er hätte noch schießen können. Das gibt's doch nicht gehalten. Ja, er ist Halbzeit rum. Sehr interessantes Spiel auf jeden Fall. Bis jetzt steht es 2:0. Mal sehen, wie es weitergeht. So, Ungarn Anstoß. Das Spiel geht weiter. Ah. Toni Kroos. Ball soll zu Havertz. Richtig guter Kopfball, aber mindestens genauso gut gehalten. Eine starke Aktion von beiden. Okay, Gündoğan. Gündoğan. Kai Havertz. Havertz. Die Chance. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Ah, so. Kein Grund zur Aufregung. Kopfball geht drüber. Ist war zu. Da gewinnt er den Zweikampf. Okay, ich muss kurz einmal weg. So, weiter geht's. Sie haben den Ball und Havertz. Sie schauen immer wieder, wo sind die Nebenleute. Toni Kroos. Musiala. Und jetzt ist tatsächlich mein Controller leer. Hey, so, jetzt kann es weitergehen. Jetzt ist er durch. Er hat den Ball gehalten, aber Szene geht weiter. Oh, gefährlich. Einwurf für die Deutschen. Ungarn Mannschaft. Aktuell nicht mehr so gut. Gündoğan. Havertz mit der Chance. Havertz macht's. Wieder lässt er sich nicht aufhalten. Wieder das Tor. Heute schon sein zweites. Das war wirklich sehr stark. Schau nochmal auf die Wiederholung. Es ist ein perfekt getimter Ball. Da gibt es nichts mehr zu halten. Batz rein. Gutes Spiel.
3-0 mittlerweile. Weiter, die deutsche Mannschaft mit 3 vorne. So, Gündogan. Jamal Musiala. Stark gemacht, das könnte was werden. Havertz wieder, wird da gestört und kann den Ball leider nicht schießen. Und das ist drin. Havertz wieder mit dem Tor. 3 Tore hat er mittlerweile gemacht. Hier sehen wir nochmal die Szene. Da macht er sein drittes Tor. Der ist ganz gut drauf. Na, jetzt wird hier gewechselt. Der Thomas Müller kommt. 4-0 ist wirklich eindeutig. Eine ganz einseitige Partie. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Florian Wirtz. Da muss er hin und holt sich den Ball. Ja, Rüdiger. Kopfball-Duell, nicht gewonnen. Ah, Avatar ist da und hat den Ball. Das ist Thomas Müller. Jetzt vielleicht. Er ist noch heiß. Ah, ja, nicht getroffen. Die Szene erstmal zu Ende. Vorne jetzt die Balleroberung. Florian Wirtz. Kein Problem, den hat er. Ecke. Und jetzt der Doppelwechsel. Mittelstädt gegen Raum. Kommt rein für Raum, mal nicht. Ah, Ball ist Jonathan Tah. Ja, gut. Kai Havertz. Havertz schießt. Sie haben trifft aber nicht. Havertz. Jetzt ist er auf und davon. Und Michael Havertz. Ja, das Spiel ist gelaufen. Nächstes Tor. Sie sind ganz einfach überlegen. Das ist jetzt nur noch ein Training. 5 Tore. Wieder ein Treffer. 5-0. Das spricht eine halbe Stunde jetzt. Ne? Dominik Soboslai. Roland Salai. Schöner Zweikampf. Das, jetzt kann er den Ball abspielen. Das sah so aus, als wäre es aus, aber ist anscheinend nicht. Thomas Müller. Florian Wirtz jetzt. Toni Kroos. Kai Havertz. Nur noch der Torwart vor sich. Boah, gute Paraden. Havertz. Ganz alleine die Chance. Ja, gute Abwehr. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Das macht er sehr gut. Foul. Vorteil. Ungarn kommt. Da geht er vorbei. Ungarn kommt. Die Chance hier. Und der Neuer ist da. Florian Wirtz. Regulär sind es noch 7 Minuten. Da spielt und der Foul, obwohl er schon Gelb gesehen hat. Und jetzt gibt es hier noch Gelb. Da hat er erst noch den Vorteil abgewartet. Sehr gut gemacht. Richtig, und raus ist weiterlaufen zu lassen. Groß. Was für eine Chance. Und Havertz macht das 6. Tor. Ungarn schafft es nicht. Beziehungsweise wird es nicht schaffen. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Vaga geht dazwischen. Na? Florian Wirtz. Havertz. Müller. Gut verteidigt. Da kommt die Tafel, 2 Minuten Nachschlag. Kein Pfiff, Vorteil. Vielleicht können Sie das jetzt ausnutzen.
Ja. Deutschland 6-0, Deutschland. Im Moment in der K.O.-Runde dieser EM 2024. Deutschland. Schlusspfiff. Kommt weiter. Ja, die Mannschaft macht einen guten Eindruck. Da funktioniert schon. Das ist doch gut. Wie Ben. 6 Punkte mittlerweile. Gucken wir uns mal kurz die Tabelle an. Deutschland aktuell erster, Schweiz auf 2. Schottland auf dem dritten, vierten auf 4 auf Ungarn. Leute, das nächste Spiel ist Schweiz gegen Deutschland. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord vorbei. Der ist in der Video schon verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Kommt am Tag. Haut rein, Leute, erst einmal. Ciao, ciao.